Hallo Ladies, wenn ich nach Hause komme, dann ist das allererste, dass ich meine Schuhe ausziehe. Nicht um meine Böden zu schonen, sondern um meiner Gesundheit was Gutes zu tun. Und dass man der Gesundheit mit Barfußlaufen eine ganz vielfältige Freude erweisen kann, das ist jetzt inzwischen auch bewiesen. Es gibt Studien, die das belegen, dass Barfußlaufen, aber Barbara F. Ich habe neulich eine Studie gelesen und das wollte ich Ihnen unbedingt erzählen. Wir haben Millionen Jahre gebraucht, bis wir aufrecht gehen, bis wir diesen wunderschönen Gang, den wir heute haben können, bis wir den erreichen konnten. Und wir haben, unsere Füße haben so unendlich viele Gelenke und sind so kompliziert und so wunderbar konstruiert. Und wir geben eigentlich gar nicht so sehr Acht drauf. Ja, ich finde, viele Menschen haben ganz ungepflegte Füße, weil sie vergessen. Gut, ich habe auch schon Körperstellen vergessen, aber wir sollten die Füße nicht vergessen und wir sollten ihnen was Gutes tun ab und zu. Und Barfußlaufen gehört dazu. Barfußlaufen ist eine Aktivierung von den Bändern, von den Sehnen, vom Gleichgewicht. Sie glauben es nicht, was da alles zusammenspielen muss, dass man barfuß laufen kann, dass man keine Rückenschmerzen kriegt, weil man immer doch ein bisschen andere Lage des Fußes gewöhnt ist. Und es gibt zum Beispiel, nur zwischendurch, es gibt zum Beispiel viele Menschen, die Barfußschuhe tragen, die können die aber nicht immer tragen oder nicht lange, weil sie sagen, irgendwann kriegen sie Kreuzschmerzen. Sie sind es einfach nicht mehr gewohnt, so flach zu gehen. Und beim Barfuß, wirklich Barfußlaufen, hat man natürlich noch eine ganz andere Sensorik als in Schuhen oder natürlich auch in dicken Socken im Winter, weil der Boden sich ganz anders abbildet. Sie spüren den Boden, sie haben eine Verbindung zu dem Boden. Kennen Sie das, dass in vielen Städten gibt es Barfußwege oder in der Natur dann, also bei größeren Städten oder wo es schön ist in der Natur, gibt es Barfußwege. Und da geht es dann über Steine, über Gras, über alle möglichen Rinden, dann kommt Wasser und. Und das ist einfach, um dieses Gefühl wieder zu spüren und zu lernen, dass man mit den Füßen enorm fühlen kann. Jeder kennt Fußreflexzonenmassage. Da gibt es ganz toll ausgebildete Menschen, die wunderbar die Organe aktivieren können. Es tut manches Mal saumäßig weh, wenn die genau auf den Punkt kommen, wo es nicht so toll ist mit dem entsprechenden Organ. Vielleicht kennen das manche, aber vom Prinzip her tut es unglaublich gut. Und ähnlich, natürlich nicht so intensiv und nicht so punktuell, ist natürlich Barfußlaufen. Man kann das jetzt noch verbinden, aber dazu komme ich später noch ganz gleich. Man kann das noch verbinden mit einer bestimmten Art, dieses Gefühl wahrzunehmen. Aber jetzt nochmal zu den Füßen. Also man kann durch Barfußlaufen, kann man die Sehnen aktivieren, die Bänder aktivieren. Man kann, wenn man zum Beispiel ganz langsam läuft, sein Gleichgewicht unglaublich schulen. Sie glauben es nicht, wie doch für manche es relativ kompliziert ist, gerade zu gehen, ganz langsam, Fuß vor Fuß, ganz langsam und barfuß das Ganze. Es ist wirklich, probieren Sie es mal aus. Wenn man es nicht öfter macht, es ist wirklich eine Art Überraschung, wie unsicher man sich da unter Umständen fühlen kann. Dann kommt dazu, dass wenn Sie durch ein nasses Gras laufen, ja, Sie müssen nicht unbedingt sich eine Wiese aussuchen, wo ganz viele Blumen drauf sind und wo vielleicht Bienen und Wespen drauf sind. Klar, ein bisschen gucken halt, wo man hintritt. Oder eine Kleewiese ist auch nicht so ideal. Aber im Moment sind, also zumindest bei uns, die Wiesen relativ plan, temperaturbedingt. Und da sieht man, wo man hintritt. Probieren Sie das mal aus. Laufen Sie einfach mal über die Wiese, was Sie da spüren. Und dann laufen Sie auch noch achtsam. Was ist achtsam laufen? Achtsam laufen bedeutet, dass Sie an nichts anderes denken als an Ihr Gehen. Das heißt, Sie treten mit dem Fuß auf, spüren den Untergrund, rollen den Fuß ab, setzen ihn vor. Alleine das Vorsetzen nehmen Sie wahr, dann kommt der andere Fuß dran. Und so üben Sie beide Dinge miteinander, ein Empfinden für die Füße, für die Sensorik
und gleichzeitig noch ein Runterkommen vom ganzen Body. Wenn Sie diese beiden Tätigkeiten miteinander kombinieren, dass Sie barfuß gehen und gleichzeitig diese Meditation machen, dann entspannen Sie sich auf eine Art, wie man es selten kriegen kann. Und es ist eine ganz wunderschöne, laufende Meditation. Es ist wie ein kleiner Urlaub. Machen Sie es ein paar Minuten und Sie werden sehen, es tut Ihnen rundum gut. Und Sie brauchen sich nicht hinsetzen und meditieren und irgendwas, sondern Sie machen das einfach mal eine Weile. Wenn Sie noch eine Mittagspause haben, suchen Sie sich irgendwo ein Fleckchen. Und wenn es kein Gras ist, machen Sie es auf dem Stein. Auch der Stein hat eine bestimmte Haptik und einen bestimmten Druck auf Ihre Füße und Sie können das da genauso machen. Es ist halt nur nicht so angenehm wie in der Wiese. Was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ist, dass Barfußlaufen so eine Art Pumpe ist für die Venen, für die Beine, für die Waden. Im Sommer jetzt speziell haben viele, ich auch manchmal, so ein bisschen Probleme, dass die Beine, es kommt darauf an, was man macht, ob man lange sitzt, ob man lange steht oder was auch immer, dass die Beine ein bisschen anschwellen. Das ist einfach durch die Wärme. Ja, es sollte nicht sein, aber es ist oft so. Und diese Übung, barfuß gehen, die ist wirkt wie eine Pumpe in den Waden. Es ist anders als das normale Gehen. Es ist intensiver und dadurch wird die Blutzirkulation angeregt. Man macht ja heutzutage über alles Studien und man hat auch festgestellt, dass wenn zum Beispiel Kinder viel barfuß laufen, viel im Grünen sind, kriegen sie eine vollkommen andere Entwicklung, als wenn Kinder zum Beispiel eben nicht diese Freiheit in der Natur, dieses Laufen, diese Erfahrungen machen können und sehr behütet und immer mit Schuhen und irgendwie eben so aufwachsen. Also das irgendwie haben wir das als Kinder, hatten wir das mal und als Erwachsene haben wir es komplett verlernt. Und es ist ein bisschen ein Training, dass man sich's wieder angewöhnt. Der alte Sebastian Kneipp vor 150 Jahren hat schon entdeckt, was die Füße und was ein anderes Gefühl für die Füße Gutes tut für den Körper. Der hat dieses Wassertreten erfunden und viele Dinge, die mit den Füßen zusammenhängen, die einfach auf den kompletten Körper wirken. Sie wirken bis ins Gehirn, lassen einfach neue Dinge da oben wachsen, neue Verbindungen. Und man tut sich wirklich nur was Gutes, siehe Fußreflexzonenmassage. Und er hat gesagt, und das würde ich Ihnen gerne vorlesen, wir entdecken barfuß vieles wieder, was wir schon verloren haben. Den Kontakt zur Natur, einen natürlichen Gang und den Blick für die kleinen Dinge. Ich möchte Ihnen noch einen Film verlinken, wie immer, den ich auch interessant finde in dem Zusammenhang. Und dann möchte ich Ihnen natürlich mein Buch vorstellen oder es Ihnen empfehlen, wie Sie wollen. Ich kriege immer noch so viele wunderbare Zuschriften. Das Buch gefällt so vielen Menschen. Vermutlich gefällt es Ihnen auch. Ich würde mir es wünschen. Danke, dass Sie da waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.